Ja, ich ignoriere dich mal. Und wir sind fast da. Hier lang. Oh, da liegt ein Krankenwagen auf der Seite. Wow. Oh. Und da bin ich drauf gegangen, weil ich zu langsam war, weil ich mich zu viel umgesehen habe. Wir sind fast da. Okay. Ich würde gerne sprinten. Aber das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Oh, noch einer. Alter, was macht der für Geräusche? Jo! Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Alter, okay. Chill mal. Wir sind nicht krank. Echt mal. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Oh, oh. Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh, fuck. Und da ist er tot. Oh nein. Oh fuck. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Da läuft mir hart die Gänsehaut den Rücken runter. So herzergreifend ist das. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Die Fireflies. Vielleicht eine Anlaufstelle. Sommer. 20 Jahre später. Joel ist ergraut. Ich komme! Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin?
Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Hm. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Na dann, gehen wir mal, würde ich sagen. Oh. Das sieht sehr nach sowas wie Polizei aus. Also wir werden hier stark bewacht. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Echt mal. Das werde ich Ihnen mal sagen. Was ist mit dir, Joe? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja. Na klar. Einfaches, trockenes Nein. Okay. Rennen kann ich noch nicht. Ich habe nämlich die komplette Steuerung schon wieder komplett vergessen. Von daher ist es ganz gut, dass ich jetzt nochmal von vorne spiele. So, gucken wir uns hier mal um. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder. Na toll. Chill, ich möchte mich noch ein bisschen umgucken hier. Na ihr? Wer seid ihr? Limeforms hier. Was war das denn? Scheiß drauf, ist jetzt auch egal. Lass sie mich kriegen. Sei einfach ruhig. Was ist denn hier durch? Was macht ihr da? Ihr steht nur dumm rum. Okay. Hey, na? Das ist ja ein schönes Gewehr. Aber du siehst ganz schön unfreundlich aus. Nee, zu dir gehe ich nicht. Hey du. Hallo. Ja, okay. Muss ja nicht gleich gewalttätig werden, ey. Meine Fresse. So, guten Tag. Lass mich in Ruhe. Auf den Boden. Oh, wow. Ich hab nichts Falsches gemacht. Ja. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Nein, ich bin nicht infiziert. Halt sie fest. Das war ich, bitte. Augen nach vorne. Alter. Okay. Erledigt. Scheiße. Du Depp. Halt's Maul. Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Ruf die Putzkolonne. Wir sind hier durch. Wir brauchen zwei Säcke und noch zwei für die Kiste. Okay, Leute. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter geht's. Ja, ist ja okay. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. So aus. Und für mehr, die sich wegschleichen. Toll. Wieso stehen die da jetzt? Hey, ihr. Hey, Joe. Hallo. Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt, mitten in der Nacht. Sie sagen, sie ist ein Firefly. Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies.
Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht. Ja, ja, da hast du wohl recht. Ah, stimmt. Hey. Jo. Hallo, rede mit mir. Ich geb dir gleich eine. Oh Mann, willst du mit mir reden? Der Checkpoint ist links, Sir. Jawohl. Zu Befehl. Hey. Ja. Hallo. Ich hab sie sterben sehen. Die Runner kamen aus dem Nichts. Was soll ich bloß den Familien sagen? Ja. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren, passiert uns das auch. Das wird hier nie passieren. Wenn mich ein Versprengter auch nur schief anguckt, knall ich ihn ab. Wie? Das haben sie sich bestimmt überall gedacht, bevor die Aufstände losgingen. Diese verdammten Fireflies. Die wiegeln die Bevölkerung auf. Wir erledigen sie. So sieht die Lösung aus. Ganz deiner Meinung. Aha. Hi. Hallo. Warum sitzt ihr eigentlich da? Oh, warum steht der Stuhl da? Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Hallo? Ja. Junge! Nächstes Mal kriegst du eine Kugel im Kopf, ja, verstanden? Okay, Mann. Ich wollte doch nur guten Tag sagen. Das hätte aber auch scheiße gelaunt. Wo ist denn Mark? Das weißt du nicht. Er hat Lebensmittelkarten gefälscht. Himmel, was ist passiert? Was glaubst du? Sie haben ihn verprügelt und abgeführt. Seitdem hört man nichts mehr. Oh, verdammter Idiot. Hätte sich doch denken können. Er hat Familie. Was soll er denn tun? Ja, und was hat's ihm eingebracht? Hey, Arschloch, was gibt's hier zu kotzen? Ja. Ronnie, halt die Klappe mal. Hey, Joel, wir wollen keinen Ärger, okay? Ist schon gut. Ich mach doch gar nichts, Alter. Was ist euer... Ich hab uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Penner, ich hasse euch. Okay, weiterfahren. Ausweis hier. Ja, bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Dankeschön. Wow! Los hier, los! John Peter! Feuerzeug! Die Schwanger! Oh Mann! Weg hier, komm schon! Ah! Verdammte Fireflies! Auf geht's! Die Luft scheint rein zu sein. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen hier bereiten. Sofort! So viel zum einfachen Weg. Ja. Verarzte dich, okay? Dankeschön. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Pfeil nach oben aus und halte dann R1 gedrückt, um zu verbinden. Um dich zu verbinden, Mensch. Gut, dann verbinden wir uns mal. Perfekt. Sie werden alle und man sieht, jetzt hat er es am Arm. Sieht ziemlich cool aus. So ein Gadget, was Mauer? Ja. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Finde ich gut, dass das eingeführt wurde. So. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Was denn Marlene? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Hallo? Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Tschö. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ja, sehe ich auch so. Finde ich auf jeden Fall richtig. Hallo.
Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus?